Liebe Freundinnen und Freunde Sachsens, gerne hätten wir Sie hier mal wieder begrüßt in der Vertretung des Freistaats Sachsen beim Bund, aber die Pandemie hält weiter an und sie trifft Sachsen besonders hart. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass wir weiter auf Kultur und Veranstaltungen verzichten und uns hier mal wieder digital treffen. Es ist so, dass eine der großen Veranstaltungen, die jetzt kürzlich abgesagt wurden, die Leipziger Buchmesse ist. Ein zweites Mal, nachdem sie bereits zu Beginn der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Umso mehr freut es uns für alle Lesebegeisterten, dass wir heute eine Buchneuvorstellung hier haben. Es handelt sich um ein besonderes Buch, eine besondere Geschichte, Schwäne in Weiß und Gold von Christine Gräfin von Brühl. Und Sie ahnen das bereits, es gibt eine direkte Verbindung zu Heinrich Graf von Brühl, dem berühmten Staatsmann der sächsischen Kurfürsten und König August dem Starken. Es ist eine Geschichte der Familie Brühl, aber auch eine Geschichte über Porzellan und die Liebe zum Porzellan, das hergestellt wurde in der, Sie ahnen es wieder, Meißner Porzellanmanufaktur. Heute können Sie das Porzellan wieder sehen. Es ist ausgestellt durch die SKD. Die Chefin dort, Dr. Julia Weber, wird uns gleich in einem Beitrag durch die Porzellansammlung führen, durch das Schwanenservice. Und danach übergebe ich an Frau Holdack, die leitende Lektorin des Aufbauverlages, im Gespräch mit Christine Gräfin von Brühl, die uns auch einen Beitrag aus ihrer Familiengeschichte zum Porzellanservice vorlesen wird. Willkommen in der Porzellansammlung. Mein Name ist Julia Weber, ich bin Direktorin hier und ich möchte Ihnen heute das Schwanenservice vorstellen, das wir als Leihgabe der Familie Brühl hier im Zwinger zeigen dürfen, was ein großes Glück ist für uns und unsere Besucherinnen und Besucher, denn das sind wahre Inkunabeln der Meißen Porzellankunst. Es ist sicher das bis heute berühmteste Service, das je in Meißen geschaffen wurde, und es ist auch einzigartig, denn man sieht ihm wirklich an, dass ein Hofbildhauer es gestaltet hat, nämlich Johann Joachim Kendler, Modellmeister in Meißen, der die plastischen Qualitäten dieses Materials hier voll ausschöpft. Wenn Sie sich zum Beispiel die Terrine vorne in der Mitte genauer ansehen, die Füße werden gebildet aus zwei Delfinen, die Henkel an der Seite sind Meerjungfrauen und Nereiden sitzen auf dem Deckel, wiederum auf Delfinen mit aufgebauschtem Gewand. Sie sind Begleiterinnen des griechischen Gottes, Meeresgottes Poseidon. Die ganze Oberfläche dieser Gefäße ist geriffelt und erinnert an Wasseroberflächen, wenn der Wind darüber streift, oder an Muscheln. Das Thema ist also Wasser, und dazu gehören natürlich auch die Schwäne, die an der Terrine seitlich das Wappen von Heinrich Graf von Brühl rahmen. Heinrich Graf von Brühl, erster Minister in Sachsen, hatte das Glück, dieses Tafelservice vom König geschenkt zu bekommen. Es war sozusagen sein Arbeitsgerät, denn er musste für August III. Oft repräsentative Empfänge ausrichten, diplomatische Vertreter aus ganz Europa empfangen. Wenn Brühl auftafelte mit Meißen, dann war das natürlich eine Werbung für diese erste europäische Porzellanmanufaktur und erregte Aufsehen und Begehren. Ursprünglich umfasste das Schwanenservice mehr als 2000 Einzelteile. Glücklicherweise hatte die Familie sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entschieden, eine Auswahl von 37 Teilen den damals noch dem Kunstgewerbemuseum in Dresden zu leihen. Und das waren natürlich Beispiele für die Vielfalt der Geschirrformen, die wir deshalb heute noch zeigen können. Denn diese Teile wurden mit den Schätzen der Porzellansammlung und der anderen Dresdner Sammlungen während des Krieges ausgelagert. Sie sehen auch die Nereide, die eine Konfektschale auf ihrem Kopf trägt. Das war eines der Teile, die geplündert wurden im Auslagerungsort und erst 65 Jahre später, 2011, zurückkehrte. Sie war 1956 von einem europäischen Händler an ein amerikanisches Museum in Ohio verkauft worden, wo sie mein Vorgänger Ulrich Pietsch entdeckte.
Und es folgten Verhandlungen, die dahin führten, dass diese Konfektschale an die Familie restituiert wurde und heute gemeinsam mit den übrigen Leihgaben wieder hier zu sehen ist. Wir sind der Familie Brühl sehr dankbar, dass sie trotz der großen Verluste, die sie erlitten haben, diese wenigen verbliebenen Serviceteile des Schwanenservices auch als eine Art sächsisches Kulturerbe versteht und mit der Öffentlichkeit teilt, indem sie sie uns als Dauerleihgaben zur Verfügung stellt. Sie sind wirklich ein unverzichtbares Highlight im Rundgang hier im Zwinger und Zeugnisse der höchsten Meißner Porzellankunst, die wir hier auf keinen Fall vermissen möchten. Vielen Dank wieder einmal für die sächsische Gastfreundschaft hier in der Brüderstraße, ganz speziell dem Hausherrn, Herrn Konrad Clemens, auch für die freundliche Begrüßung. Ein herzliches Dankeschön auch zu Ihnen nach Hause und ein Hallo an den Bildschirmen. Es freut uns ganz besonders, zumindest auf diesem Weg miteinander verbunden zu bleiben und so den Austausch, der für uns alle so wichtig ist, nicht ganz abreißen zu lassen, bis persönliche Begegnungen wieder möglich werden. Wir, Christine, sitzen hier mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Wir kennen uns seit über 10 Jahren, seit ich im Aufbauverlag im Lektorat tätig bin. Als Autorin ist Christine von Brühl dem Verlag sogar noch etwas länger verbunden, durch viele wunderbare Bücher. Zuletzt erschien ihr Buch über Theodor Fontane und seine Frauen, die im Leben wie im Werk. Davor ist erschienen unter dem Titel Anmut im märkischen Sand, eine Geschichte der Frauen der Hohenzollern, ein Buch unter anderem, das sie ebenfalls hier in der sächsischen Landesvertretung vorgestellt hat, so auch zum Beispiel ihre Gebrauchsanweisung für Dresden. Damit sind wir beim Reisen und das Reisen wurde dir, Christine, fast in die Wiege gelegt. Sie wurde 1962 in Ghana geboren. Ihr Vater war Diplomat, was bekanntlich viele Reisen mit sich bringt. Ein Thema, das in diesem neuen Buch auch eine Rolle spielt, auch wenn wir diesen Aspekt heute außen vor lassen müssen. Darüber können Sie dann aber zum Glück alles in dem Buch selbst nachlesen. Studiert hast du Slawistik, Geschichte und Philosophie in Lublin, Heidelberg und Wien. Auch da warst du viel unterwegs während dieser Jahre. Anschließend hast du als Journalistin gearbeitet, neben der Zeit und dem Magazin auch bei der Sächsischen Zeitung, bis du dich dann in Berlin niedergelassen hast als freischaffende Schriftstellerin. Viele werden deine Bücher kennen, Noblesse oblige, die Kunst, ein adliges Leben zu führen und Out of Adel, die Geschichte einer ja eigentlich unmöglichen Liebe zwischen einer schwäbischen Adligen und einem Künstler aus Dresden. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass auch du einen nicht adligen Künstler geheiratet hast, in einer Berliner Etagenwohnung wohnst heute und man kann vielleicht was sagen, es dir zur Aufgabe gemacht hast, die lange Familientradition auf der einen Seite mit eben dieser ja, Existenz einer zeitgenössischen Publizistin zu verbinden. Was hat dich dazu gebracht, gerade dieses Buch jetzt zu schreiben, das dich auf die Spuren der Vergangenheit, auf die Spuren der von Brühls zurückgeführt hat? Ja, gute Frage. Mit Familiengeschichte bin ich aufgewachsen. Ich habe mich immer wiederholt, immer wieder mit der Geschichte der Familie Brühl beschäftigt. Und in den letzten 10, 20, 30 Jahren, muss man fast sagen, hat sich da eben viel Neues getan. Die Forschung hat sehr viel Neues hervorgebracht und es tat ungeheuer Not da mal das zu verschriftlichen. Hinzu habe ich mich auch immer sehr fürs Brühlsche Schwanenservice interessiert, das Porzellan, das Handwerk, die Kunst der Porzellangestaltung, die ja fast nirgendwo so schön einzusehen ist wie in der Porzellanmanufaktur Meißen, woher unser Brühlsches Familienservice auch stammt. Und dem wollte ich eben auch nachgehen und habe gesehen, das ist eigentlich dasselbe Thema, das passt alles sehr gut zusammen und so haben wir dann zusammen mit dem Aufbauverlag dieses Buch erarbeitet.
wunderbar. Also die Geschichte der von Brühls, die Geschichte des Schwanenporzellans. Und dann hören wir doch jetzt von dir gleich aus dem Buch einige Passagen. Gerne. Ich setze da ein, wo Heinrich Graf von Brühl, mein Vorfahre, dem wir ja auch die Brühlsche Terrasse in Dresden verdanken, verstorben ist. Nach Heinrichs Tod im Herbst 1763 ließ Kurfürst Friedrich Christian alle Papiere versiegeln, konfiszierte dessen Güter und verhaftete sämtliche Mitarbeiter. In einem Gerichtsverfahren suchte er Heinrich und seine Nachkommen, eine Tochter und 4 Söhne hatte der Minister hinterlassen, für Sachsens Niedergang zur Verantwortung zu ziehen. Doch das war unmöglich. Alle Einkünfte aus der Staatskasse waren vom König bestätigt worden. Man begnügte sich also damit, das Brühl gehörende Barvermögen einzubehalten, die Palais zugunsten des Staates einzuziehen. Der Fall war tief, die Wirkung niederschmetternd. Nie wieder hat sich die Familie von diesem Sturz erholt. Bekannt wurde sie weniger für die diplomatischen Leistungen ihres Vorfahren, seine Loyalität, die sinnstiftende Wirkung auf dem Gebiet der Künste, die Aufträge an die Porzellanmanufaktur oder die aufwendigen baulichen Erneuerungen, die er vornahm, als für seine angebliche Verschwendungssucht und den Vorwurf, er habe dem Land und seinem König durch seine Vorgehensweise vorsätzlich geschadet. Friedrich II. Hatte ganze Arbeit geleistet. Das Gift, das er über Brühl ausgeschüttet hatte, zeigte nachhaltige Wirkung. Der Preußenkönig überlebte den Premierminister um 23 Jahre und revidierte sein Urteil nie. Jahrhunderte blieb es unwidersprochen. Obwohl Brühl in dem Verfahren freigesprochen worden war, wurde er nicht rehabilitiert. Nie wieder wurde einem Mitglied seiner Familie eine staatstragende Aufgabe in Sachsen übertragen. Die Hinterlassenschaft des Ministers schrumpfte zusammen auf das nach damaligem Stande gerade noch lebensfähige Majorat Forst und Pförten, sowie das kleine Seifersdorf mit dem Landschaftspark am Ufer der Röder für Hans Moritz, der als jung und noch längere Zeit unter Vormundschaft stehend von vornherein mehr vor persönlichen Schulden bewahrt und deshalb etwas besser als die mittleren Brüder gestellt blieb. Ähnlich gemeinschaftlich verfuhren die Geschwister mit dem beweglichen Erbe wie Mobiliar, Kupferstichen, Gobelins, Silber, Porzellan, Tapeten und Schmuckwaffen. Einvernehmlich vereinbarten sie, diese Schätze in Pförten aufzubewahren. Das Brühlsche Schwanenservice erschien den Nachkommen auf den ersten Blick wenig wertvoll. Sie wussten, dass sie es nicht so häufig benutzen würden wie ihre Eltern mit ihren königlichen Gesellschaften und den zahlreichen Gästen. Es umfasste weit über 2000 Teile. Aber sie nahmen es selbstverständlich in ihren Besitz auf und verwahrten es sorgfältig. Einzelne Prachtstücke wie Terrinen, Leuchter oder Schmuckgefäße schmückten die Pförtner Wohnräume. Wer die Familie besuchte, sah sie aufgestellt in Vitrinen, in Fensterschränken oder auf Konsolen. Der Großteil des Porzellans war sorgsam verwahrt worden, in geschlossene Schränke geräumt oder in Papier oder Karton verpackt im Keller eingelagert. Bei großen Festen, runden Geburtstagen, Hochzeiten, Taufen wurden auch diese Teile hervorgeholt, die Teller und Tassen, die Kannen, Fruchtschalen und Servierlöffel einzeln gesäubert und abgerieben, die Tische mit dem kostbaren Service gedeckt. Allein die Komtessen durften es reinigen. Diese Feste stellten Höhepunkte im Leben der Familie dar, Zeiten, auf die sie sich gebührend vorbereitete und die sie nie wieder vergaß. Sie waren mit starken Emotionen verbunden, dienten dem Zusammenhalt und waren letztlich Ausdruck der eigenen Identität. Kein Wunder, dass sich das Porzellan, das an solchen Tagen genutzt wurde, unauslöschlich mit dem Selbstverständnis der Brühls verband. Sie betrachteten es als ihre ureigenste Aufgabe der Nachwelt, diesen Schatz zu bewahren. Spezialisten und Fachleute aus den Museen behielten das Schwanenservice in Erinnerung, wussten um seine Bedeutung, kannten den Ort, wo es verwahrt wurde und berichteten den folgenden Generationen davon. 1899 wurde die Fachwelt neu darauf aufmerksam. Dresden fragte in Pförten an, ob es in der deutschen Kunstausstellung an der Elbe gezeigt werden könne.
Friedrich Joseph, Majoratsherr und ältester Bruder meines Großvaters, reagierte entgegenkommend. Er war gerne bereit, der Öffentlichkeit einzelne Teile zugänglich zu machen, und erstmals verließen einige Exemplare das Haus. Gut 10 Jahre später regte sich in Dresden der Wunsch, das Brühlsche Schwanenservice dauerhaft in die Porzellansammlung zu integrieren. 1920 machte sich Karl Berling, der Gründer des Kunstgewerbemuseums, schließlich auf den Weg nach Pförten, um eigenhändig weitere Teile des Service auszuwählen und nach Sachsen mitzunehmen. Wieder fand er offene Ohren, mein Großonkel wusste, wie bedeutend das Schwanenservice für die Welt der Porzellankenner war. Schließlich stand es für eine lange Tradition künstlerischer Kennerschaft, angefangen bei Erfindern wie Böttger und Tschirnhaus, bis zu Meistern wie Kentler, Eberlein und Hörold. Es ging um die bedeutendsten Künstler des Landes in einer für Dresden und Meißen historisch wichtigen Zeit, in der ihre Manufaktur weit über die Grenzen hinweg Bekanntheit erlangte. Mein Großonkel wollte der Öffentlichkeit den Zugang zu diesen Kostbarkeiten nicht verwehren. Er gestattete, mehr als 30 Stück zu entnehmen und als Dauerleihgabe innerhalb der ständigen Sammlung des Museums zu zeigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Familie meines Vaters fliehen und ließ bis auf 2 Wandteppiche ihr gesamtes Eigentum in Pförten zurück. Das Schwanenservice wurde zerstört oder verschwand in alle 4 Windrichtungen. Nach 1945 erreichte die Familie erste Nachrichten, einzelne Stücke seien bei Auktionen im Ausland aufgetaucht und für hohe Summen versteigert worden. Ein Anwalt, der Friedrich Joseph zwischen den Kriegen zum Schwanenservice beraten hatte, wurde erneut um Hilfe gebeten und er schickte umgehend ein Telegramm an den Londoner Antiquar, der die Teile zum Verkauf angeboten hatte. Gleichzeitig informierte er darüber Vertreter der britischen, deutschen und polnischen Regierung. Der Händler antwortete im Eilverfahren. Er behauptete, es handele sich lediglich um 14 oder 15 Teller, Tassen und Saucieren. Er habe sie aus den Händen eines seriösen Sammlers erhalten, in dessen Besitz sie sich seit vielen Jahren befunden hätten. Da mein Großvater, der inzwischen älteste männliche Nachkomme dieser Generation war, nahmen er, mein Vater und dessen Vetter Friedrich August als designiertes Familienoberhaupt sich der Sache an. Der Briefwechsel ist dazu nahezu vollständig erhalten. Vergilbtes Papier, das leise knistert, wenn man es in die Hand nimmt und so dünn ist, dass man hindurchsehen kann. Oben rechts auf den mit der Schreibmaschine getippten Briefen vermerkte mein Vater, inzwischen Diplomat geworden, stets säuberlich das Datum sowie seine jeweilige aktuelle Adresse. Er schrieb aus Bonn oder Speyer, aus Paris oder Ghana. Die Schwestern meines Großvaters unterstützten ihre männlichen Verwandten bei ihrem Vorhaben. Auch die Pförtner Cousinen meines Vaters brachten ein, woran sie sich erinnern konnten, obwohl sie in diesen Jahren ganz andere Sorgen hatten. Sie lebten unter materiell schwierigen Bedingungen. In den Hilfeersuchen meines Großvaters für einzelne von ihnen fällt mehrfach der Begriff Fürsorge, hatten kleine Kinder, empfanden Heimweh oder diffuse Ängste, kümmerten sie sich in den folgenden Jahren alle gemeinsam um den Erhalt des Porzellans. Der Versuch des Familienanwalts, das Service zurückzuholen, lief jedoch ins Leere. Die deutsche Seite beanstandete, er habe zu schnell alle beteiligten Parteien gleichzeitig informiert. Unter diesen Bedingungen könne man die Angelegenheit nicht mehr vertraulich behandeln. Entsprechend mühsam wurde es, den Rechtsstreit fortzusetzen. Brühls hatten keine schriftlichen Belege dafür, dass nie ein Stück Schwanenservice ihr Haus verlassen hatte. Inventarlisten existierten nicht. Schließlich herrschte in der Familie jahrhundertelang der Konsens, das Service zusammenzuhalten. Wer würde annehmen, dass es noch größere Gefahren für ein Geschirr aus Porzellan gibt als seine Zerbrechlichkeit?
Gerade die Besonderheit des Servies, das Außergewöhnliche jedes einzelnen Kerzenständers, die überragende künstlerische Begabung Kendlers, die er an jedem Salzspender, jeder Konfektschale bewiesen hatte, wurde zu seiner Schwachstelle. Plötzlich zählte die exakte Übereinstimmung der zahlreichen Teller und Kannen, Schüssel und Servierlöffel nichts mehr. Auf einmal galt es, die Existenz einer einzelnen Terrine zu beweisen, von der man genau wusste, dass exakt in derselben Form Verzierung und Bemalung noch ein zweites, ein drittes und selbstredend auch ein viertes Exemplar im Besitz der Familie gewesen war. Brühls hatten ihr Porzellan immer als unteilbares Ganzes angesehen. Nur in seiner Vollständigkeit war es Ausdruck der Hofhaltung ihres Vorfahren, Beweis seiner Loyalität gegenüber dem König und nicht zuletzt Beleg für sein Bestreben, die landeseigene Industrie zu fördern. Die Sammler, die es jetzt in Auktionen zu erwerben suchten, waren bereit, sich mit Einzelteilen zufrieden zu geben. Darauf war die Familie nicht vorbereitet. Das prächtige Ensemble zerrann ihr zwischen den Fingern. Eine letzte Hoffnung war geblieben. Sie beruhte auf den Teilen des Schwanenservice, die Museumsdirektor Berling 1920 für die Dresdner Sammlung entliehen hatte. Die sind also da, hatte mein Vater in einem Brief an seinen Vetter freudig aufgeregt geschrieben. Und in der Tat waren sie sorgfältig in zwei Kisten verpackt und 1943/44 nach Schloss Reichstädt gebracht worden. 27 Teile überstanden die Plünderungen der Nachkriegszeit und kehrten 1946 in die Elbmetropole zurück. Der Dresdner Kunsthistoriker Wolfgang Balzer nahm sich ihrer persönlich an. In seiner Funktion als Direktor des Kunstgewerbemuseums und der Porzellansammlung richtete er bis 1949 eine neue Museumsstätte in Schloss Moritzburg ein, wo die Öffentlichkeit das Schwanenservice erstmals nach dem Krieg wieder zu sehen bekam. 1952 gelang es, die Porzellansammlung zurück nach Dresden zu holen und sie dauerhaft im Lustgarten Zwinger unterzubringen. Sie wurde im südwestlichen Flügel der Anlage ausgestellt, der sogenannten Langgalerie, in der sie sich bis heute befindet. Und am 23. September 1962 offiziell eröffnet. Auch andernorts in Dresden wurde des Lebens und Wirkens des einzigen Premiers gedacht. 1972 entdeckte Katrin Franz, Studentin der Landschaftsarchitektur, die Parkanlage Christinas von Brühl im Seifersdorfer Tal und machte sie zum Thema ihrer Diplomarbeit. Sie forschte, machte alte Quellen ausfindig und stimmte ihre Entdeckungen mit dem ab, was an der Röder noch zu finden war. Damit nicht genug. Die engagierte Frau mobilisierte Freunde und Kollegen, organisierte Arbeitseinsätze an den Wochenenden und stürzte sich mit Feuereifer in die Renaturierung der Anlage. Der Park nahm wieder Gestalt an, einzelne Skulpturen wurden erneuert, Wege gezogen, Sichtachsen freigelegt. In Forst und Pförten, heute Brode, war es wesentlich schwieriger, das Brühlsche Erbe zu erhalten, befand sich doch zwischen den beiden Orten eine streng bewachte Grenze. Umso beeindruckender ist das bürgerschaftliche Engagement, das sich gerade hier zeigte und zeigt. Brode war bemüht, das Andenken Heinrichs und seiner Familie gleich in den Nachkriegsjahren zu bewahren. Anfang der 60er Jahre wurden am Schloss Gerüste hochgezogen, Mauern, Wände und Böden stabilisiert. Ende der 80er Jahre erwarben wechselnde Eigentümer aus Polen und Kanada das Anwesen, erhielten Unterstützung vom polnischen Denkmalschutz und setzten die Renovierungsarbeiten fort. Einer der beiden Seitenflügel wurde zum Hotel und Restaurant ausgebaut. Die familieneigene Kapelle im gegenüberliegenden Flügel machte einem Festsaal Platz. In einer beispielhaften Aktion rief Landschaftsarchitekt Claudius Wecke nach der Wende zu gemeinsamen Garteneinsätzen auf. In Zeitungen und sozialen Medien diesseits und jenseits der Grenze wurde dazu eingeladen.
im Rahmen des internationalen polnisch-deutschen Parkseminars, das seither wiederholt stattfand, stellten Bewohner von Brode und Forst zusammen mit Bürgern aus ganz Polen und Deutschland unter fachkundiger Leitung die Anlagen wieder her. Wiesenflächen wurden modelliert, die Auffahrt zum Schloss begehbar gemacht, die Blickachse von der langen Allee im Nordbosquet zum See geöffnet und die im Jahre 1860 gepflanzten Linden frisch beschnitten. An sämtlichen Aktionen dieser Art nahmen Mitglieder der Familie Brühl teil. 2010 gründete Forst den Europäischen Parkverbund Lausitz, der den Schlosspark Brode, die Fürst-Pückler-Parks Bad Muskau und Branitz sowie den ostdeutschen Rosengarten Forst vereinigt. 2017 wurde der Verbund um die Parkanlagen Satonje, Jagan, Kromlau, Altdöbern und Neschwitz erweitert. Grund für die Erweiterung des Parkverbundes war der Ehrgeiz, sowohl drei brandenburgische als auch drei sächsische und drei polnische historische Gartenanlagen unter einem Dach zu vereinen. Das Schwanenservice, die Familie hatte inzwischen einen entsprechenden Leihvertrag aufgesetzt, geriet im Jahr 2000 neu ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit Unterstützung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst realisierten die staatlichen Kunstsammlungen Dresden eine umfangreiche Ausstellung, die unter dem Titel Schwanenservice – Meißner Porzellan für Heinrich Graf von Brühl im Dresdner Schloss eröffnet wurde. Federführend war Ulrich Pietsch, der damalige Direktor der Dresdner Porzellansammlung. Mit Akribie und Ausdauer konsultierte er Museumsdirektoren und Porzellanexperten weltweit. Und es gelang ihm, die Dresdner Bestände für die Dauer der Ausstellung durch eine Vielzahl von Teilen zu ergänzen. Erstmals seit Kriegsende konnten so rund 120 Stücke des Service geschlossen präsentiert werden. Die Ausstellung war ein Fest, ihre Eröffnung ein Glockenschlag, der Gläser und Tassen in den sorgfältig ausgeleuchteten Vitrinen gleichsam zum Schwingen brachte. Endlich konnten es alle sehen und betrachten, das Brühlsche Schwanenservice präsentiert im einst kurfürstlich-königlichen Residenzschloss und in direktem Bezug zur staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen. Alle Künstler und Experten, alle Auftraggeber und Unterstützer, die diese Leistung zustande gebracht hatten, schienen noch einmal aufzuerstehen und die Geschichte Revue passieren zu lassen. Er habe diese Ausstellung für Kentler gemacht, schrieb Pietsch in einem seiner Briefe an meinen Vater, als Zeichen der Verehrung für dessen künstlerische Leistung. Gleichzeitig sparte er nicht an Anerkennung gegenüber der Familie. Allein durch die Tatsache, dass das Schwanenservice zum unveräußerlichen Familienbesitz erklärt wurde, konnte es 200 Jahre lang überdauern. Dabei ging es nicht zuerst um die Familie. Die Ausstellung leistete wesentlich mehr. Die Kunst der Meißner Porzellanherstellung wurde ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und international bekannt gemacht. Das Service in dem kulturwissenschaftlichen Kontext präsentiert, der ihm gebührte. Nicht mehr und nicht weniger hatten die Brühls ihrem Porzellan gewünscht. Dafür hatten sie es verwahrt. Dadurch, dass Pietsch bei seinen Nachforschungen nicht nur Kunsthistoriker, Porzellanspezialisten und die Familie, sondern auch die Kunsthändler und Sammler mit einbezogen hatte, die das Porzellan nach dem Krieg in alle Welt trugen und dem Land gewissermaßen entwendeten, war dem Projekt ein durchweg vermittelnder und versöhnender Impuls eingeschrieben. In dem neuen Kontext konnte Pietsch eben diese Kräfte mit einbeziehen. Denn wer Schwanenservice erwirbt oder damit handelt, trägt am Ende auch zu seinem Erhalt bei. Dank dieses Perspektivwechsels war das Gesamtkunstwerk am Ende überhaupt nur zustande gekommen. Kunst und Kultur, auch das zeigte die Ausstellung, sind eben nie die Leistung eines Einzelnen, sondern können nur dort gedeihen, wo verschiedene Kräfte zusammenwirken.
Was sie eint, ist die Übereinkunft, dass die Kunstwerke, für die sie sich verwenden, kostbar, die Kultur, die dazugehört, erhaltenswert ist. Die Ausstellung ließ die Besucherzahlen der Dresdner Porzellansammlung um ein Vielfaches ansteigen. Ein Besuch in der Sammlung wirkt heute wie der Gang durch einen lichten Garten. Helligkeit strahlt von beiden Seiten durch die hohen Fenster und bringt die Kunstwerke zum Leuchten. Hier kann das weiße Gold jetzt seine ganze Wirkungskraft entfalten. Scheint draußen die Sonne, gleißt und glänzt es wie frisch poliertes Edelmetall. An trüben Tagen spiegelt es wohlwollend das gedämpfte Licht in seiner matten Oberfläche, zeigt fragile Anmut und schlichte Eleganz. Herzlichen Dank an Christine von Brühl und Nele Holdack für diesen interessanten, spannenden Einblick in die Geschichte Schwäne in Weiß und Gold. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben jetzt 4 Aufträge. Der erste ist, suchen Sie das Buch im Internet, bestellen Sie es bei Ihrer Buchhandlung. Zweitens, gehen Sie vorbei, per Click und Collect können Sie vor Ort den Buchhandel unterstützen. Achten Sie dabei auf die Hygienemaßnahmen. Drittens, schauen Sie gern vorbei. Sobald es wieder möglich ist, geht Christine von Brühl auf Lesereise, unter anderem in der Porzellanmanufaktur Meißen. Und viertens, gehen Sie gern mal, wenn es wieder möglich ist, zur Porzellanmanufaktur auch gern mal so. Stöbern Sie dort durchs Museum oder gehen Sie in Dresden zur Porzellansammlung. Bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich. Alles Gute.